Populismus ist in aller Munde. Was bedeutet das eigentlich, Populismus? Ja, es ist wirklich in aller Munde. Es kommt ständig überall vor. Es wird in Talkshows ständig verwendet. In Zeitungen kommt diesen Begriff einfach nicht mehr vorbei. Und es wird vor allem auch oft falsch verwendet. Also gerade in Talkshows, wenn jemand irgendwas überspitzt formuliert oder jemanden scharf angeht, dann ist es sofort populistisch. Dabei ist das eigentlich nicht Populismus, das ist Polemik. Dafür haben wir einen Begriff. Ja? Und es wird trotzdem immer so verwendet wie Polemik. Das ist aber falsch. Und auch in Zeitungen, in der FAZ und in der Süddeutschen, es wird immer Populismus verwendet für irgendjemanden, der, sag ich mal, sich nicht benimmt, ja, auf der politischen Bühne. Ja. Das heißt, wir haben hier in den Medien einen Begriff von Populismus, der wahrscheinlich sich unterscheidet von dem, der in den Wissenschaften entwickelt wird. Genau. Den bräuchten wir ja nicht, diesen Medienbegriff, da haben wir ja Polemik für. Also was ist es eigentlich wirklich? Dann schaut man sich also die Begriffe in der Wissenschaft an und selbst da haben wir verschiedene Definitionen. Also da ist auch dieser Begriff der Wahrheit, Wagnis, es kommt in jedem Artikel über Populismus, wird erstmal thematisiert, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was es ist, weil es verschiedene Definitionen gibt. Ja, was heißt es jetzt? Ja, also ich werde jetzt nicht alle Definitionen, es gibt bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15 Definitionen. Aber was sie alle gemein haben, vielleicht im Kern, so der Kern des Populismus ist, dass man die Gesellschaft in zwei Gruppen aufteilt. Auf der einen Seite haben wir das Volk oder die Masse. Es muss nicht das Volk des Staates sein, aber meistens ist es das. Und auf der anderen Seite haben wir die Elite oder das Gegenüber. Das kann die EU sein, das kann Merkel sein. Das können aber auch Flüchtende sein, Ausländer, Andersgläubige. Ja. Das heißt, wir haben hier einen Begriff von Homogenität, den man natürlich schon mal in Frage stellen kann. Ja. Und der richtet sich sowohl nach oben an die Elite, wie auch gegen andere Ausgeschlossene. Ja, und was gibt es für Beispiele dafür? Naja, also alleine, wenn ich jetzt mal in Europa bleibe, dann haben wir, in Deutschland haben wir die AfD natürlich. Aber man kann auch sagen, Sarah Wagenknecht oder Die Linke sind vielleicht populistisch. Dann haben wir in den Niederlanden haben wir Gerd Wilders, dann haben wir Viktor Orban in Ungarn und wir haben Marine Le Pen und ihren Vater in Frankreich. Und, ja. Es gibt also Trump ist auch ein Populist. Ja, außerhalb Europa Trump. Trump redet natürlich wie ein Populist. Er redet von the American people und die sollen wieder erstarken und I am the voice of the American people. Aber er handelt nicht wie einer. Aber er benutzt diese populistische Argumentation von dem Volk gegen die Elite, die benutzt er. Ja. Okay, aber er ist ja eigentlich auch Teil der Elite, oder? Ja, absolut. Multimillionär oder Milliardär. Milliardär, sogar. Ja. Mit einer goldenen Toilette. Ja, mit einer goldenen Toilette. Und der ist Teil des Volkes? Wer behauptet, Teil des Volkes zu sein? Aber wer behauptet auch, Teil des Volkes zu sein? Sein Kontrahent im Wahlkampf, Bernie Sanders, redet auch vom amerikanischen Volk und von der Mittelklasse, Mittelschicht. Und wem glaube ich da jetzt? Also beide behaupten, sie sind Populisten, aber die Politik, die sie machen, danach sollte man sie ja eigentlich bewerten. Ist es nicht gefährlich, wenn man alle möglichen unterschiedlichen Politikerinnen und Politiker Populisten nennt? Ist das nicht auch eine Gefahr für die Demokratie? Absolut. Jetzt haben wir in Brasilien einen faschistischen Präsidenten wahrscheinlich wurde gewählt. Aber warum? Und er wird nur als Populist bezeichnet. Aber wenn auch Bernie Sanders ein Populist ist, was bringt uns dann noch das, die Leute als Populist zu bezeichnen? Das verharmlost ja vielleicht solche Agenten wie zum Beispiel Gerd Wilders sie hat, wenn er sagt, nur wer Christ ist, ist ein wahrer Holländer. Alle anderen Niederländer, alle anderen gehören raus. Ja, das ist ja gefährlich und das ist nicht populistisch, das ist ja, was ist das? Nationalistisch ist es auch nicht. Es ist ja noch nicht mal nur Holland, sondern du musst Christ sein, damit du noch Holländer bist. Ja. Was ist das? Faschistisch? Mhm. Ja. Das heißt, der Begriff ist zunächst erstmal verschleiernd und nicht so sehr erhellend. Ja, genau.